Die große Liebe des deutschen Klimaschutzministers Robert Habeck nimmt immer skurrilere Form an. Während der grüne Frontmann weiter das Loblied dieser Wärmepumpen singt, fliegt es ihm nach und nach um die Ohren. Die Wärmepumpe schafft weder Arbeitsplätze, noch ist es besonders umweltfreundlich oder stellt die alte gute Gasheizung und Ölheizung durch die Umweltverträglichkeit in den Schatten. Heute sprechen wir einmal über den Wahn und den Wahnsinn, den der deutsche Klimaschutzminister derzeit verbreitet und warum vor allem andere Länder und nicht Deutschland profitieren. Warum der deutsche Industriestandort dadurch nicht nur dem Untergang wieder einen Schritt näher kommt, sondern welche Ideologie sich hinter dem Plan von Robert Habeck verbirgt. Wir schauen uns vor allem an, welchen Plan er verfolgt und was wirklich hinter dieser wahnsinnigen Idee steckt. Warum Robert Habeck sich also so derart in diese Wärmepumpen-Thematik vernarrt hat, das hat einen Grund und diesen Grund möchte ich Ihnen heute in diesem Video verraten. Mein Name ist Dominik Kettner und weil in den letzten Tagen immer mehr Zuschauer gefragt haben, ob wir nicht auch einmal über dieses Thema sprechen können, haben wir uns hier ins Zeug gelegt, heute wieder einmal hinter die Kulissen zu schauen und den wahren Grund herauszufinden, was es damit auf sich hat. Starten wir aber erst einmal mit dem Märchen vom Klimaschutz? Fragezeichen. Hier schreibt auch die Bild, Habecks Heizhammer, ein Klimareinfall, denn laut Professor André Thees von der Universität Stuttgart hat in einer Studie nachgewiesen, dass Wärmepumpen so gut wie nichts zur Klimarettung beitragen. Warum ist Robert Habeck dann so vernarrt, die Wärmepumpe in Deutschland zum heiligen Gral der Heizungen zu machen? Diese Frage sollten wir uns alle stellen. Zuerst liegt es natürlich auch daran, dass in Deutschland vorwiegend Energie aus Kohlekraftwerken genutzt wird. Die Ergebnisse der Studie zeigen allerdings, dass beim derzeitigen Strommix, der sich nicht so schnell ändern kann und wird, eine Gastherme beispielsweise 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Wärme ausstößt und die Wärmepumpe 170 Gramm pro Kilowattstunde Wärme. Also nicht einmal die Hälfte der ohnehin schon niedrigen CO2-Werte einer Gastherme werden hier eingespart. Doch viel schlimmer daran ist, und das sagt uns dann wirklich keiner, wenn es draußen wärmer ist, dann verbraucht die Wärmepumpe deutlich mehr Strom als beispielsweise die genannte Gastherme. Sie erkennen also schon einmal, dass Robert Habecks Klimawahn auf keinen Fall dem Klimaschutz dient. Also habe ich mir die Frage gestellt, warum möchte er unbedingt die Wärmepumpe als den heiligen Gral deklarieren? Wie steht es mit der Förderung des Industriestandorts Deutschland? Auch diese Frage habe ich mir gestellt. Und es heißt aktuell, dass 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 in Deutschland verbaut werden sollen. Eine unglaubliche Zahl und ein Thema, das jeden betrifft, jeden Menschen, der wohnt. Und wohnen wir nicht alle irgendwo? Und eines kann ich Ihnen sagen, auch die Mieter werden davon hart betroffen sein, denn die Vermieter müssen die Kosten logischerweise auf die Mieter umlegen. Das wird die Konsequenz sein, mit der Robert Habeck alle Menschen wieder mal ein Stück ärmer macht. Das sieht nach einer tollen Auftragslage aus, wenn man sich mal diese Zahlen bis 2030 genauer anschaut, vor allem für die deutschen Unternehmen. Allerdings investieren immer mehr Mittelständler in neueste Technologien, doch nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland. Und wie Sie hier sehen können, Bosch zum Beispiel investiert in ein neues Werk in Polen, zum Beispiel dort mit 250 Millionen Euro und 500 neuen Arbeitsplätzen. Bosch, ein Arbeitgeber aus dem Ländle, aus dem schönen Stuttgart, investiert also in Polen und in Deutschland null. Wie Sie hier sehen können, hat Wiesmann, eine weltweit anerkannte Firma und ein Hersteller von Gasheizungen, derzeit ebenfalls eine Fertigung in Polen geplant. Auch hier belaufen sich die Investitionen in Polen und nicht in Deutschland, lieber Herr Habeck, auf 200 Millionen Euro, auf ganze 3000 Arbeitsplätze und in Deutschland sage und schreibe null. Hier muss man einmal applaudieren für unseren Klimaminister Robert Habeck, der nach und nach die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Mich würde es auch mal interessieren, was der baden-württembergische Klimaminister bzw. unser Ministerpräsident Herr Kretschmann dazu zu sagen hat, wenn die Arbeitsplätze aus Stuttgart verschwinden. Wie lange werden das die Menschen im Ländle noch tolerieren? Und wie lange werden die Menschen diese Politik noch für gut befinden? Ich habe bis heute schon immer den Kopf schütteln müssen. Doch jetzt kommt der Hammer. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Wiesmann verkauft seine Wärmepumpen, wie ihr hier sehen könnt, und die gesamte Wärmepumpensparte an einen US-amerikanischen Konzern für 11 Milliarden Dollar. Wenn hier Robert Habeck kein fetter Strich durch die ohnehin schon falsche Rechnung gemacht wird, dann weiß ich auch nicht. Und das tut Wiesmann nicht deswegen, weil dringend Geld benötigt wird. Das Unternehmen war kerngesund. Nein, man tut es deswegen, weil die Kompetenz, die in Deutschland für Gasheizungen aufgebaut wurde und in der EU aufgebaut wurde, schlichtweg nicht mehr gebraucht wird. Wegen einer Politik,
die so keiner nachvollziehen kann. Denn Wiesmann schafft die Kehrtwende hin zur Kompetenz, sich auf die Wärmepumpe zu fokussieren, nicht aus eigener Kraft. Deswegen werden liquide Mittel benötigt. Die 11 Milliarden werden hierzu garantiert beitragen. Allerdings habt ihr gerade gesehen, dass Wiesmann in Polen Arbeitsplätze aufbaut und nicht in Deutschland. Warum auch in Deutschland, wenn hier ohnehin die Energieversorgung nicht mehr gesichert ist, nachdem die Nord Stream Pipelines gesprengt wurden und dies zum größten Staatsgeheimnis überhaupt gemacht wird, wer sich hinter dieser Sprengung verbirgt. Auch hierzu habe ich ein Video gemacht, in dem wir uns die Frage stellen, wer wohl hinter der Sprengung steckt. Gerne auch dort vorbeischauen. Doch warum schafft Wiesmann die Kehrtwende nicht einfach ohne große finanzielle Mittel? Denn ganz einfach, der Wissensvorsprung in den USA und in China ist so gigantisch groß, dass man einfach Jahre an Wissen einkaufen muss und hierbei hoffen muss, dass diese Rechnung aufgeht. Wenn die grüne Politik morgen nicht auf die Idee kommt, vielleicht auch noch die Wärmepumpen zu verbieten, kann ja heute alles passieren. Doch schauen wir uns einmal das Konzept einer Wärmepumpe etwas genauer an. Hier mal eine Musterdarstellung einer Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe funktioniert ähnlich wie eine Klimaanlage und die meisten werden in den USA und in Asien in Massen produziert, weil man dort eben auch viel mehr Klimaanlagen benötigt und weil die Menschen dort fast in allen Häusern Klimaanlagen benutzen. Das ist auch der Grund, warum die Produktionskapazitäten gerade in den USA und in China die Deutschen um ein Vielfaches übersteigen. Zum einen gibt es dort mehr Menschen, die dort leben, also mehr Einwohner, und zum anderen hatte man dort einfach eine andere Klimapolitik und man hat zum einen Fracking wie in den USA und zum anderen in China zahlreiche Atomkraftwerke und baut diese sogar noch nach und nach aus. Es ist also kein Problem, wenn alle ihre Klimaanlagen anschalten. Man hat CO2-freie, saubere Energie durch Atomkraft. Die Atomkraft, die in Deutschland übrigens diesen April abgeschaltet wurde, auch etwas, was keiner wirklich versteht, ich erst recht nicht. Sie sehen also, dieser wahnsinnige Plan wird nicht aufgehen, zumindest nicht für die deutschen Unternehmen, sondern man wird aus dem Ausland zukaufen müssen. Man wird also importieren statt exportieren, was Deutschland groß gemacht hat. Die Heizungswende wird also weitestgehend den deutschen Unternehmen eher Arbeitsplätze kosten, als diese zu fördern. Doch war da nicht noch was? War nicht Robert Habeck nicht nur Bundesklimaschutzminister, sondern vor allem auch Wirtschaftsminister? Hat ein Wirtschaftsminister nicht auch die Aufgabe, sich gegen die drohende und fortschreitende Deindustrialisierung zu stellen? Und genau dazu haben wir uns mal etwas genauer angeschaut, was denn eigentlich der Bundeswirtschaftsminister im Schilde führt. Denn ich dachte mir immer, das würde bedeuten, den eigenen Standort und nicht die ausländischen Arbeitsplätze zu fördern, sondern in Deutschland als Wirtschaftsminister dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft weiter wächst und floriert. Doch das hat Herr Habeck oder der Häuptling Habeck wohl falsch verstanden. Wahrscheinlich hat er auch nur eine besonders innovative und fortschrittliche Definition von Innovation in der Wirtschaft. Genau wie es mit den Pleiten war, sehen Sie selbst, was er dazu nochmal gesagt hatte. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz geschleppt. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Wir sind also nicht pleite, wir verdienen nur kein Geld mehr. Die Oma ist nicht tot, sie atmet nur nicht mehr. Sie kennen die Witze und wir haben sie wahrscheinlich schon längst wieder vergessen. Bei diesem Wahnsinn, den die Ampelregierung und vor allem die Grünen in dieser Legislaturperiode verzapfen. Aber um noch einmal den Kern des Problems herbeizuführen. Am deutschen Standort ist eine geballte, weltweit führende Kompetenz für Gasheizungen und den Bau von Ölheizungen vereinigt. Und man sagt nun diesen beiden Heizungen den Kampf an und stellt die Wärmepumpe ganz oben an die Spitze, wo keinerlei Kompetenz da ist und vor allem auch nicht die Kapazität, in Deutschland bis 2030 den eigenen Standort zu versorgen. Man sorgt also mutwillig für die Beschädigung der Wirtschaft und das als Bundeswirtschaftsminister und Klimaschutzminister, Entschuldigung für den Versprecher, jetzt hatte ich gerade einen kleinen Baerbock. Die Kompetenz wird nun fast, und das in meinen Augen ernsthaft, kriminalisiert und einfach weggeworfen. Als ich mir dieses Thema noch ein Stück weit genauer angesehen habe, denn auch ich bin Immobilienbesitzer, wurde mir erstmal klar, was das für Deutschland bedeutet. Die Ampel steckt 1 Milliarde Euro in eine Technologie, die Deutschland gar nicht kann. 1 Milliarde Euro von unseren Steuergeldern. Ob hier irgendeiner noch gerade denkt oder ob das an der Legalisierung von THC liegt, kann ich nur mutmaßen. In meinen Augen ist das absolut absurd, was hier gerade passiert. Und was macht die Politik?
Die Politik, die genau dieses Lenkrad lenken sollte, in eine Richtung, die nicht frontal auf eine Wand zusteuert, an der das Auto zerschellt in Einzelteilen und nicht mehr fahrfähig ist. Bei Anne Will gab es übrigens gerade einen Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, hat dort eine erstaunliche Aussage gefällt. Schauen Sie mal selbst, was sie zu dieser Entwicklung zu sagen hatte. Die deutsche Heizungsindustrie hat mir auf der Leitmesse in Frankfurt gesagt, Frau Geiwitz, wir investieren Milliarden. Bosch investiert Milliarden, Fiesmann, alle anderen. Weil wir, wenn wir nicht aufpassen, wird die deutsche, sehr leistungsstarke Heizungsindustrie verdrängt von asiatischen Wärmepumpenherstellern. Wir haben gesagt, eine Sache brauchen wir. Wir brauchen jetzt Planungssicherheit und halten Sie bitte an dem Datum 1.1.24 fest. Unsere Milliardeninvestitionen von Mittelständlern fußen auf diesem Datum. Das heißt, es ist nicht leichtfertig, auch mal zu sagen, dann warten wir und wir machen es ein Jahr später. Sie sehen also, was unfassbar ist. Die Sozialdemokratin spricht von Milliardeninvestitionen und nimmt kein Wort dazu in den Mund, dass dies im Ausland passiert und nicht in Deutschland. Wir Deutschen finanzieren also ausländische Standorte, die neu aufgebaut werden. Was für ein Wahnsinn. Und der absolute Kracher, sie räumt auch noch ein, dass die Wirtschaft die Bundesregierung selbst in der Hand hat. Ohne eine Garantie, dass das Heizungsgesetz wirklich am 1. Januar 2024 startet, so wie die Pläne derzeit aussehen, kann die Bundesregierung also nicht auf Unterstützung der Wirtschaft hoffen und auch nicht auf unsere. Deswegen sorgen wir täglich dafür, dass die Menschen darüber nachdenken, was diese Regierung macht und uns nicht einfach blind in eine Sackgasse lenkt, wie das beschriebene Sinnbild des Autos, das gerade mit Vollgas auf eine Wand zufährt. Wir sprechen hier also von einer erneuten Aushebelung demokratischer Vorgänge, also sogar von einem antidemokratischen Vorgang, um es mal ganz genau zu sagen. Die Bundesregierung schlägt nämlich Gesetze vor und diese Gesetze müssen dann durch Bundesrat und das Parlament verabschiedet werden. Wie kann also die Bundesregierung Garantien geben, ohne zu wissen, ob der Bundesrat und das Parlament diese Gesetze wirklich erlassen? Das alles sagt sehr viel über das Demokratieverständnis der Grünen, über eine Scheindemokratie, wie sie sich für mich immer mehr anfühlt. Für mich als treuen Steuerzahler, der in Deutschland sein Leben lang für jeden Cent, den er erwirtschaftet hat, Steuern bezahlt hat. So wundert es mich auch überhaupt nicht mehr, dass die Regierung nun unsere Schornsteinfeger auch noch zu Staatsspitzeln umfunktionieren möchte, nachdem ein Register eingeführt wurde, in dem sie übrigens ihre Nachbarn und die Menschen, die ihnen nicht ganz koscher sind, verpetzen können, wie ich in diesem Video hier erklärt habe. Sie haben ganz richtig gehört, Robert Habeck, wie Sie hier sehen können, möchte einen speziellen Paragraphen in sein neues Heizungsgesetz einbauen. Die Bild hat darüber auch geschrieben, wir sind nicht die Heizungspolizei. Richtig so übrigens, liebe Bild-Zeitung, auch wenn ihr viele Dinge meiner Meinung nach in der Pandemie falsch gemacht habt, sorgt ihr nun zumindest dafür, dass die Regierung das ein oder andere Mal kritisch aufs Horn genommen wird. Quasi im Kleingedruckten des Gesetzes von Robert Habeck verpflichtet er die Schornsteinfeger nicht nur dazu, die Alter der Wärmepumpen und der Heizungen zu notieren, sondern vor allem auch das Alter der Besitzer zu erfragen. Warum interessiert das Robert Habeck? Diese Frage habe ich mir ebenfalls gestellt. Eigenheimbesitzer müssen jetzt den Schornsteinfegern ernsthaft dafür den Personalausweis vorzeigen. Das ist eigentlich eine hoheitliche Aufgabe der Polizei und nicht der Schornsteinfeger, oder? Der Hintergrund für diese Spitzelaktion von Robert Habeck sind nämlich laut diesem Gesetz Ausnahmeregelungen für Hausbesitzer, die älter als 80 Jahre alt sind. Denn diesen Menschen, die ohnehin älter als 80 Jahre sind, möchte man dann Öl- oder Gasheizungen ab 1. Januar weiterhin erlauben, also den ganz normalen Einbau. Das heißt also, haben Sie einen Quoten-80-Jährigen in dem Haus? Das heißt also, gehört einem Quoten-80-Jährigen, sehen Sie es mir bitte nach, liebe Rentner, das Haus? Dann werden Sie verschont und junge Eigenheimbesitzer, die noch im vollen Saft des Lebens und des Einkommens stehen, sofern die Inflation es nicht nach und nach auffrisst, ja genau diesen möchte man in Zukunft Wärmepumpen, Solarthermieanlagen, Hybridsysteme aus Wärmepumpen und Gasheizungen aufzwingen. Die Schornsteinfeger scheinen allerdings noch vernünftig genug zu sein, Sturm gegen diese Spitzel-Stasi-Aktion zu laufen, wie ich sie jetzt hier einfach mal dreist und frech und satirisch bezeichne. Ich verstecke mich gerne auch, wie der eine oder andere in den Öffentlich-Rechtlichen, hinter der Satire. Sie sehen, in immer größeren Schritten geht die Enteignungswelle voran. Das liegt daran, dass wir am Ende eines ganz großen Zyklus stehen. All die Dinge, die derzeit passieren, ob es die Kriege sind, die Enteignungen und der Politikwahnsinn, haben einen Grund. Und über diesen Grund habe ich ausführlich in meinem
Mittwochsvortrag mit Ernst Wolf gesprochen. Über 11.000 Menschen waren live dabei. Schauen Sie gerne mal vorbei. Die Aufzeichnung wird dort nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Was halten Sie denn von der Entwicklung von Robert Habeck und der Förderung der Wärmepumpen? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Hier schreibe ich, was Annalena Baerbock gerade als Außenministerin und Grünen-Politikerin mit dem chinesischen Wirtschaftsminister verzapft hat. Auch das wird uns über lange Zeit auf die Füße fallen.